Guten Morgen, die Damen. So, ich habe heute meinen Freund Yannick eingeladen. Yannick ist der Designer von der Marke Maison Blanche. Und er macht sehr extravagante Mode. Morgen werdet ihr seine Klamotten tragen für den Entscheidungswalk. Und deswegen habe ich gedacht, üben wir heute ein kleines bisschen, wie der Walk von morgen ist. Heutzutage sind die unterschiedlichsten Walkstile auf den Runways der Welt zu sehen. Es geht nicht nur um einen sexy Hüftschwung, auch härtere, derbe Schritte sind gefragt. Wie soll denn dein Model laufen? Sehr selbstbewusst, tough und I don't give a fuck. Der Yannick ist auf jeden Fall richtig verrückt. Das sieht man an seinem Style und an seinen Tattoos. Und der hat so richtig so einen Vibe einfach. Und man fühlt sich direkt wohl und er ist lustig und er ist charmant. Was ich fragen wollte noch, Yannick, was haben die Models morgen für Schuhe an? Es werden High Heels sein. Es werden High Heels sein? Ja. Ich würde sagen, lass uns das lieber in hohen Schuhen üben dann auch und nicht in den Crocs oder Schlappen. Ja. Ja, wollt ihr euch eben noch hohe Schuhe alle holen? Ist besser. Was wir gewünscht haben. Ja, genau. Wir reden seit Tagen darüber, wir wollen so einen richtig selbstbewussten Walk haben, wo es richtig so I don't give a fuck walk. Ich bin sehr Bock jetzt aufs Lauftraining. Ich freue mich, endlich mal Fragen stellen zu können, was genau verbessert werden muss. Und ich finde den Designer sehr, sehr cool. Okay, also können wir starten. Ihr müsst jetzt versuchen, einfach diesen Walk ein bisschen cooler und ein bisschen tougher zu machen, ohne zu viel Hüfte einzusetzen. Alle Looks sind all gender inclusive. Das soll man dann auch so nicht nur dem Look, sondern auch dem Model so ansehen. Here we go. Ja, Tracy ist einfach mega sexy unterwegs, ne? Aber wir machen keinen Diva-Walk auch. Mhm. Wie entdivern wir dich denn jetzt mal? Das wird schwer. Sie so, that's not possible. Für mich ein bisschen zu viel Hüfte beim Posen. Es kann wirklich tough sein. Here I am. Also keine Hände auf die Hüften und keins. Das war mir zu nicht viel. Das Gewicht verschieben von rechts nach links. Ohne. Nur. Dürfte ich nochmal deinen Namen wissen? Yannick. Yannick, kannst du es mal vorzeigen? Wenn es okay ist für dich, dass wir mal so schauen. Wenn es okay ist. Ja, nein, das ist eine sehr gute Idee. Zeig doch mal. Sorry. Keine Hände auf die Hüften und nicht das Gewicht verschieben von rechts nach links. Cool aus irgendwie, oder? Tracy, ja. Eile, bring Eile rein. Okay. Und Musik. Hüfte, du machst zu viel Hüfte. Weniger Hüfte, weniger sexy, weniger sexy. Weniger sexy. Das kriegst du nicht raus. Tracy sagte dir einfach, ich hab's nie eilig. Take the next train. Die müssen einfach auf mich warten, wenn ich zu spät komme, denkt sie sich. Also ich würde sagen, besser als die erste Runde, aber trotzdem ist es eben noch sehr sexy, ne? Mach's mal ein bisschen eiliger. Eiliger, weniger schön, ne? Weil es ist einfach nicht immer gefragt. Und ich will ja, dass ihr wandelbar seid. Im Moment zeigst du mir nicht, dass du das kannst. Das Teaching hat mich etwas traurig gemacht, weil ich dachte eigentlich, dass ich eine gute Läuferin bin. Danke dir, Tracy. Das bedeutet, dass ich üben muss. Ich werde mein Bestes geben, aber ich kann nicht versprechen, ob ich meine Hüfte nicht einsetzen werde. Weil das ist mein Walk, den ich auch privat habe. Also das wird sehr schwer für mich. Okay, die nächste bitte. Ich mag es. Du magst es so, wie es ist. Er mag es so, wie es ist. Geil. Bei Germany's Next Topmodel möchte ich nicht nur durch die Diversity die Sendung verändern, sondern auch die unterschiedlichen Walkstile. Ja. Und die sind nicht mehr so, wie sie vor vielen, vielen Jahren mal waren. Gibt es schon noch, aber es gibt viele, viele andere Walkstile auch.
Und ich möchte, dass die Models das drauf haben. Also nicht Hüfte, einfach wie cool, so mäßig Gangster. Von mir ist auch Gangster. Sitzt alles? Ist alles gut? Ja, ja, sicher. Ja? Weil du bist nur am Zuppeln, die Hose, das Oberteil, die Schuhe. Das wird schon passen, das wird schon. Wenn ich aufgeregt bin, muss ich immer an mir was tun. Ich muss irgendwas in der Hand haben. Perhaps, perhaps, perhaps. Wenn ich nervös bin und ich denke immer, das ist das Problem bei mir momentan, ich denke zu viel nach. Und bitte, Elsa. Ich sehe das Moderne nicht unbedingt. Ich finde auch, du bist sehr steif hier. Mach größere Schritte. Und wenn du vorne ankommst, ist einfach mal da. Harre aus und dann gehst du wieder. Darfst wirklich breitbeinig posen. So, bam. Darfst auch ein bisschen stampfen. Ja, du darfst ein bisschen stampfen. Lieber zu große Schnitte und zu schnell als zu... Schritt. Nicht so kurz antippeln und kurz anhalten und dann wieder gehen. Und steh. Wisst ihr, was ich meine? Sie kommt an, du machst kurz so und so. Ja. Und dann gehst du so weiter. Du und Tracy, ihr zwei müsst... Sie wird üben. Das musst du auch. Ja, ich mache. Danke. Also jetzt momentan fühle ich mich echt blöd, aber so negativ bin ich jetzt auch nicht eingestellt. Ich denke positiv und so hilft es mir auch mehr. Mirella. Und bitte. Oh ja. Mirella hat's eilig. She got the one. Ja. Super. Mirella kann mit euch üben. Das war edgy, das war gut. Mega, dann haben wir ja die Lehrerin gefunden, für die heute mal üben müssen. Geil. Das geht runter wie Butter. Also ich fühle mich gerade wahnsinnig geehrt, zum allerersten Mal solch positive Kritik von Heidi ausgesprochen zu bekommen. Und ja, ich liebe das einfach, unterschiedliche Facetten von mir zeigen zu können. Und freue mich, heute damit gepunktet zu haben. Ich muss sagen, ich habe mich komisch gefühlt, als ich da rumgelaufen bin, weil der Walk muss I don't give a fuck sein. Zu viele Hüfte, oder? Zu wenig Schlag. Aber es ist eigentlich automatisch so, wenn man läuft, kommen halt die Hüften mit. Ich finde, der Blick ist da, der Blick ist gut. Aber also, ich hätte jetzt wieder gesagt, vielleicht ist die Hüfte ein bisschen zu extrem. Mhm. Und darf noch ein bisschen. Die Mädels, die wirklich sehr, sehr gerade sind am Becken, haben irgendwie die beste Voraussetzung für diesen Walk. Definitiv. Good for them, aber halt einfach das Schlimmste für uns. Weil ja, auch wenn wir sehr gerade laufen, selbst mit Sneakern, sieht es aus, als würden wir unsere Hüfte bewegen, obwohl wir das nicht tun. Aber ich verstehe das nicht. Wie sollen wir das machen? Sollen wir uns da was abschneiden? Ja. Klar, wir werden üben. Natürlich, weil morgen ist auch die Entscheidung. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von hier weg möchte. Es wird für uns noch mal schwieriger sein als für die Frauen, die keine Hüfte haben.